Wenn Japaner etwas machen, dann machen sie es perfekt. Die edlen Porzellanpuppen werden nach genauesten Regeln aufgebaut. Oben sitzen der Kaiser und die Kaiserin, darunter die Hofdamen, die dem Kaiserpaar dienen. Alles muss einwandfrei sein, so will es die Tradition. Am Sonntag wird es auch einen Manga-Zeichenkurs im Völkerkundemuseum geben. Seit einiger Zeit wollen immer mehr Menschen die speziellen Zeichentechniken lernen. Mariam Taherpur hat das Manga-Fieber mit 14 gepackt. Mittlerweile ist sie erfolgreiche Illustratorin und gibt in Kursen ihre Begeisterung weiter. Ich liebe es halt einfach, dass man die Freiheiten hat, die Figuren auch abstrakter zu malen. Das heißt, ich kann denen auch 2 Meter lange Beine geben, wenn ich Bock habe. Es muss halt nur irgendwie gut aussehen. Und das macht halt Spaß, weil man jetzt fotorealistisch bleibt, muss man sich halt an das halten, was da ist. Und bei Mangas kannst du machen, was du willst. Dass das so groß wird mittlerweile, dass also so viele Leute da auch drauf anspringen, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Das ist natürlich schön, weil die Szene hier in Deutschland wächst und die Leute kostümieren sich und haben gute Laune und das macht einfach Spaß. Die Zeichnungen entstehen entweder ganz klassisch mit Stiften oder direkt am PC. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Moderne Popkultur und traditionelle Lebensformen mit jahrhundertealten Bräuchen. In Japan schließt sich das nicht aus, sondern wird zu einer einzigartigen Mischung. Und in die können Besucher am Sonntag in Hamburg eintauchen.